Willkommen zurück, Tag 53, Let's Play Stronger Kingdoms Rise of the Wolves. Ja, die Weltkarte wird wieder von Ratteninvasionen geflutet, kann man hier wirklich so sehen. Und ja, es ist gar nicht mal wirklich so viel passiert, also das wird glaube ich eine relativ kurze Aufnahme an diesem Tag hier. Wir haben jetzt gerade fast Viertel vor 11. Und naja, in der Zeit kann man sagen, es gab 3 Angriffe, mehr auch nicht. Zuerst schrauben wir den Ton mal lauter. Vergesse ich irgendwie jedes Mal. Und dann schauen wir mal. Auf Dorf 2 mit 291 Bogenschützen und 97 Schwertkämpfern. 68 Ressourcen verloren, 86 Ressourcen verloren und 2220 Ehre. Und ihr seht, wir haben ein bisschen aufgerüstet in der Verteidigung, ja. Da die Burg eine relativ gute Grundverteidigung hat, würde ich es auch gern stehen lassen erstmal. Dann, dieser Bericht hier. 276 Bogenschützen, 92 Schwertkämpfer. Und da ändert sich auch noch nicht viel. Und 107 Ressourcen verloren. Dann Forschungsauftrag ausgeführt, Pikenstufe 3. Und dann kommt hier der nächste Angriff schon. Halt, momentan sind hier diese beiden Türme, der hier und der hier oben, sind im Bau. 48 Holz, 35 Stein, 7 Pech verloren, macht nix. Und wir können wieder welche ausbilden, wunderbar. 130 Bogenschützen sollte erstmal reichen. Dann machen wir hier wieder auf Steuern. Hier geht noch alles so weit, das finde ich super. Was sagt die Burg? Alles in Ordnung soweit. Bauen wir hier noch einen Viererturm hin. Und da auch noch einen. Wir bauen hier oben den Eingang anders auf jeden Fall. So oder so? Ich würde sagen so. Dann machen wir nämlich hier so zu. Und schicken dann über den Wassergraben die Leutchen. Ach, scheiße, warte mal. Hey, was ist denn da noch? Hallo? So. Mit so einem kleinen Gängchen. Wunderbar. Und da muss man ein bisschen Wasserkram nochmal hin. Können wir auch morgen machen. So, Forschen. 4 Forschungspunkte haben wir noch übrig. Ich würde sagen, wir gehen noch einen Punkt in Piken rein. Wir machen jetzt auch nächstes Mal die bisschen höher. 3 Hauptmänner. Wir können immer noch ein viertes Dorf haben. Und unser Lehnsherr, der bei uns in der Gemeinde saß. Der Lord Sunny hier wurde vom Schwein erobert. Da habe ich auch schon einen Bericht geholt. Die Box sieht folgendermaßen aus. Also, eine Goldquelle kann man sagen. Und ich bin immer überlegen, ob ich mich dieses Dorf holen soll. Das Problem ist halt eben, die schwächere Seite wäre oben links die. Wobei es eigentlich gar nicht mal war. Doch oben links die ist die schwächere Seite hier die. Und wenn wir hier einbrechen würden, das geht nicht wegen dem Wald hier. Das ist blöd gemacht. Jetzt müssen wir halt schauen, dass wir irgendwie, wenn wir das einnehmen würden, dass hier irgendwie reinkommen. Ich würde sagen, hier unten links noch immer. Aber weiß ich nicht, müsste man schauen. Die Burg hier sah ja folgendermaßen aus. Also, das ist ja glaube ich noch eine Nummer einfacher, würde ich fast sagen.
Und momentan haben wir eine Armee von 157 Bogenschützen, 100 Piken und 93 Cutter sowie zwei Hauptmännern. Also eine Verteidigung, die sehr gut was aushalten sollte. Da kann auch ein Hauptmann in den Bergweg reinwandern. So, vier Bogis haben wir noch, die können noch hier hingestellt werden. So, Dorf 2. Reparieren wir mal kurz mal. Nehmen noch einen Steinbruch hier dazu. Dann produzieren wir schon knappe, sagen wir mal, 8400 am Tag, wenn das Gebäude steht. Holz kriegen wir knapp 6000, reicht auch erstmal. Nahrung 25.000, wir verbrauchen 27.000. Ja, da wird noch zwei Nächte halten, da passt schon so. Verkaufen können wir auch mal wieder. Auch geilen Wildvorrat, nehmen wir einen direkt mit. Wenn man schon hier liegen haben. Sechs Händler, passt doch wunderbar. Handeln, wir verkaufen. Salz. Dorf 2 verkauft auch Salz. So, ein bisschen Gold kriegen wir in jedem Fall schon mal. Durch die Steuern machen wir in dem Dorf hier knapp 400, na gut, 330 hier plus etwa. Hier sind es gute 1400. Und da hätten wir... Verlust von 200, also 1400 bis 1600 machen wir einen Gewinn. Und ja, 28 Bogenschützen haben wir hier auch. Wunderbar. So. Hä? Wie sieht denn das aus? Das sind ja zwei Eingänge. Warum sagt man keiner, dass das so falsch aussieht? Wir machen ein Torhaus hier weg. Hier machen wir zu und sicherheitshalber für heute Nacht, wenn eine Armee kommt, zum Zeitschinden ein bisschen Wassergraben dahinter. Und davor auch noch. Man weiß ja nie. Verteiler gibt's nichts viel Neues. Schade. Dann gucken wir gerade mal in die Helligkeit rein. Zuerst einmal Haus 18 liegt in Führung mit 1.816.180 Helligkeit. Und Haus 10 mit 1.755.716. Die anderen Häuser muss ich jetzt nicht erwähnen, wirklich, weil die Distanz von 280.000 zu 1.755.000 ist schon groß genug. Vorrat geplündert, yay. Innerhalb von Haus 10, also. Die Ratte hat 126 Dörfer. Die Schlange 798. Das Schwein 8235. Und der Wolf noch 4547. Wie sieht's bei Walbock aus? Hier hinten gucken wir auch Spaß von nach. Claire, das war hier der Kaff. Er hat momentan ein Dorf. Da ist eine Schlangenburg neben dran. Und die Gemeinde haben auch ganz schön leergeräumt. Keine Gemeinde, wo er erfolgt werden könnte. Das sind Säckchen. Naja, ist halt etwas ruhiger, diese Folge. Auf jeden Fall, das war's von diesem Teil. Ihr seht gerade hier auf der Weltkarte. Der Wolf hat eine Invasion losgeschickt, beziehungsweise sagen wir mal einige Armeen. Die Ratte ebenfalls, sowie das Schwein und auch die Schlange hier oben. Also, der Wolf rennt mit dieser Vielzahl von Armeen, wobei schon ein paar fehlen, auf die Isle of Man zu. Der wird sich hier wieder Platz nehmen und sich mal neu einpflanzen. Die Ratte hier unten
Diese rennt wieder nach links oben, also in Richtung von Carlo, Kilkenny, Rexford und hier in Richtung von Moment, Daft. Das Schwein hier oben rennt auf die Isle of Man drauf. Wie der Wolf? Ernsthaft? Das ist irgendwie dämlich. Und die Schlange, wo rennt die hin? Auch auf die Isle of Man, was ist da los? Also, diese Invasion rennt dahin, die Schweinsinvasion rennt dahin, die Schlangeninvasion rennt dahin. Und die hier oben, die... Wo rennt die hin? Nach Ayrshire. Und krass, es gibt auf der Welt noch unbesetzte Gemeinden, die noch nicht geöffnet sind, weil keiner gespawnt ist. Das ist ja heftig. So, auf jeden Fall gehen wir mal nach Dauern runter. Und ja, was sehen wir hier so? Wir sehen... Oh, der hat schon ein zweites auf in der Gemeinde wieder. Das ist ein neues. Was sehen wir in der Gemeinde hier? Also, wir haben immer noch alle drei Dörfer. Und ja, wir gucken mal gerade in die Berichte rein. Also... das Schwein greift an vor 15 Stunden. Das war von heute und das da auch noch. Wir fangen mal gleich bei Ballbox im Bericht an. So, Stück lauter machen. Okay. Und wir schauen mal. Der Hauptmann hat heute mal richtig gemacht. ...14.820. Ja, netter Sümmchen. Das Schweinkraft an Dorf 2. Also man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass wir bei dem Dorf hier keine Gegenwehr hätten. Also ich glaube, man hier ist schon groß genug als Grundverteidigung. 2560 Ehre, bis ein Holzenstein verloren, macht nichts. Und dann Dorf 3. Und da sind sie auch wieder alle weg. Kein Bier im Gasthaus, für 900 Ehre. So, Pikenstufe 4 haben wir gemacht, dann greift die Ratte uns an. Von wo? Von da. Hier, eine typische Rattenarmee. Ob es eine Invasion war, keine Ahnung. Der Ritter hält ganz schön was aus, er killt 10, 11 Stück. Und der Rest buddelt da vorne. Na gut, sie machen keinen gerade, würde ich sagen, keinen geringen Schaden an den Mauern. Gut, dass wir davor den Wassergraben gesetzt haben und dahinter. Das hat uns ein bisschen Zeit bei so einem Angriff geschafft. Ist auch ganz praktisch, sowas zu machen. ...3200 Ehre. So, dann greift Balbock nochmal die Ratte an. ...16.860 Ehre. So. Das Schwein greift an. Dorf 3, natürlich, nur noch sonst.
Ja, nicht gerade klein, ne? ...140 Ressourcen, naja, 780 wäre immerhin. So, und wir schauen mal, was wir forschen. 3 Punkte sind noch übrig. Wir haben nur noch knappe 11.000 Gold. Ist ein bisschen runtergegangen vom Goldpreis her. Und mal gucken. Verteidigung, naja, nicht unbedingt zwingend notwendig. Ausfall wäre eine Idee. Ich würde aber eher lieber sagen, die Piken oder die Burgen, Piken oder hier die Katastrophe forschen. Eins von beiden ist gar nicht mal so schlecht. Weil für Angriffe werden wir es auf jeden Fall brauchen. Na, wobei, die Schweinsburgen schießen wir momentan ja auch so ganz easy aus. Nehmen wir die Piken mal. Hallo? Ah, jetzt. Wir könnten einen Rang aufsteigen, brauchen wir aber gerade nicht zwingend. Machen wir später. Nachtverteiler. Nix Neues. Gut. Soll ich mal eine Gemeindearmee aufs Schwein schicken? Wir haben 7246 Gold. Nicht gerade sehr viel, aber reicht für eine zweite Armee. Scheiße, was machen wir das? Löbel. Hey, I need a guild. Milizposten, okay. Stimmt, wir haben eine Flagge wieder. Wir haben eine Flagge wieder, eine einzige. Da sind gar keine Karten drin, schade. Hätte man ja ausrauben gehen können. Auf jeden Fall. Sumpfdorf, Walddorf. Als Holzproduktionsstätte, geil. Sumpfdorf ist, glaube ich, nicht unbedingt der geilste Dorftyp, würde ich jetzt mal sagen. Weiß ich auch gerade gar nicht. Sumpfdorf ist doch für die erhöhte Katapultproduktion und für bessere Wassergräben. Scheiße. Auf jeden Fall, wenn wir das Walddorf nehmen würden, wir ziehen mal die Armee zurück gerade. Wenn wir die zurückholen würden und hier reinrennen und nur auf Angriffen zu gucken. Hallo? Letztes Mal? Hallo? Hallo? So. Wir haben Bombarden. Wir haben eine Menge Bogenschützen, die wir runterhauen müssten. Also irgendwie... Ich weiß nicht. Wie schon gesagt, oben links die schwächste Seite, die ist gerade mit einem Wald belegt, aber wie willst du da reinkommen? Das ist irgendwie ein bisschen doof. Unten links reinhauen und dann die Bombarde irgendwie im Weg, naja, ich weiß nicht ganz. Ich schätze die Lage wieder falsch ein. Wir haben eine Dorfarmee, 200, so im Prinzip 500 Bogenschützen haben wir knapp. Plus die Dorfarmee dazu. Warte mal. Ich überlege gerade. Also, wenn wir unten rechts reingehen, haben wir auf jeden Fall zwei Bombarden im Weg. Gehen wir unten links rein, haben wir die eine im Weg. Aber die könnten wir ja wegballern, wobei ich gerne die Bombarden stehen lassen würde. Aber nur für ein neues Dorf so eine Riesenarmee zu opfern, ist auch ein bisschen blöde irgendwo. Wir setzen mal hier noch eine Holzhütte rein. Produzieren 6.500 Holz am Tag, ist gar nicht mal so schlecht. Und ihr hier 8.500 Steine, das gefällt mir. Karte aufdecken. Also mal gucken, wie wir rausfliegen, Quest. Reite wie der Wind 4, 25 Vorräte aufdecken, 24 Stunden? Nee.
Kranken heilen, oh je. Da ist gerade echt eine Pattsituation irgendwo. Weil ich nicht genau weiß, was ich machen soll. Ich meine, der Plan war ja eigentlich, das vierte Dorf kommt woanders hin. Würde ich am liebsten immer noch gerne machen. Zum Beispiel hier die Isle of Man. Da ist ja ziemlich viel Haus 4 farbig. Pass auf, der Wolf holt sich hier gerade in der Region, sagen wir mal. In der Region holt der Wolf sich ja gerade relativ kleine Burgen. Und übers Meer rausgehen, sollen wir mal zimmer mal vielleicht hier zwischen 12 Gemeinden. Das geht ja noch. Wir müssen irgendwie ein Popeldorf, wenn wir der gerade nicht wirklich nochmal braucht, was wir einnehmen können. Wenn es ein Berggipfeldorf zum... Oh je. Berggipfel. Da ist ein Ebenendorf, aber... Das sieht super aus. Pass auf, wir machen folgendes. Wir machen gleich noch einen Teil dieser Folge, aber wir nehmen vorher 8 Kundschafter und rennen mit denen mal hier auf die Nachbarsinsel rüber. Was haben wir hier für eine Fraktion sitzen eigentlich? Ganz egal, wir nehmen jetzt mal uns dieses Dorf hier vor. Dafür haben wir schon noch Kartenpunkte übrig für eine Karte. Ne, haben wir nicht, verdammt. Aber wir haben ja ziemlich viele Karten bekommen durch diesen Free Code. Und da können wir Sachen tauschen. Also Fischladung und Käseladung auf jeden Fall schon mal nicht. Mehr brauchen wir. Nein. Eisenladung, kleine Pechladung, Steinladung behalten wir mal. Die kann noch weg. Und die große behalten wir, die mittlere auch noch. Bankettwarenladung und Wildladung kann weg. Plus 3 Kartenpunkte, wunderbar. Dann nehmen wir uns jetzt eine Dreifachkarte. Und gucken wir mal, ob wir dieses Dorf dort bekommen. Ausspielen, da kommen wir eh noch genug zurück. 12 Minuten, also. Wir machen einen zweiten Teil dieser Folge, beziehungsweise mit Tag 55.3. Und dann geht's gleich weiter in dieser Folge. Kurze Momentpause. Und da sind wir wieder zurück. Ihr seht schon, an dieser Position ist jetzt eine Burg der Schlange. Irgendeiner von diesen komischen hier in der Gemeinde oder nebendran hat das Wolfsdorf weggeputzt, bevor wir überhaupt angekommen sind. So, jetzt haben wir noch in 20 Minuten die Chance, das Schlangendorf einzunehmen. Wehe, einer putzt das Dorf weg. Dann gibt es aber echt noch hier Palaver mit denen. Da würde ich am liebsten noch irgendwo von denen rausschleifen. Bad. Bad? Hat die Schlange sich gerade selbst geschliffen? Ernsthaft? Ach, das ist doch nicht wahr, das da, oder? So, der Hauptmann rennt rein. Dann haben wir ja ein Schlangendorf, einen tollen Walddorf. Ey, ohne Witz, das ist doch nicht wahr, das da. Och, nö. Ah, da haben wir eine schöne Dorfgröße jetzt. Also das da ist doch bekloppt, ey, oder? Also, das ist Quant. Wenn die Weltkarte aktualisiert, bleibt der zweite Hauptmann auch in der Dorfe wieder geschliffen. Das ist einfach echt zu geil. Naja, jetzt gehen wir in Walddorf einnehmen. Das bringt uns hier auf die Distanz gesehen sehr, sehr wenig. Und die Gefahr besteht, dass wir von der falschen Seite reinlaufen werden. Mehr dazu gibt's gleich, wenn der Hauptmann ankommt. Tja, da sind wir wieder. Und ihr seht, der Hauptmann rennt auf einen blöden Zettel. Weil nämlich ein kleiner Egoist hier in der Gemeinde dieses Dorf weggeputzt hat. Das Wolfsdorf war weg, das Schlangendorf war zweimal weg. Der hat das Dorf dreimal weggeputzt. Nur damit ich hier in die Gemeinde komme, aber Hauptsache, alle anderen Dörfer hier stehen noch natürlich. Der Kerl ist so ein kleiner Bieb. Und Berichte mehr erhalten hier. Siehst ja, alle Einheiten kehren zurück, erfolgreich, nichts eingenommen, nichts verloren. Scheiße halt. Aber wir werden. Oh, geil, noch eine Invasion davon.
wir werden, auf jeden Fall, sobald der Hauptmann zurück ist, nach Gloucestershire runterrennen zu den anderen Haustierspielern. Und wir werden uns dieses Wolfsdorf hier einnehmen. Von da aus schlagen wir dann irgendwo herum. Mehr dazu gibt's dann, wenn ich hier unten bin. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.